Einen schönen guten Morgen aus dem wunderschönen Koh Samui. Ja, schaut bitte nicht in den Hintergrund. Heute sieht es nicht so besonders aus, da gehen wir gleich drauf ein. Aber gestern war ein traumhaftes Wetter. Ich habe gestern ein paar Filmaufnahmen gemacht. Das Meer war wie angemalt. Auch am Abend, der Sonnenuntergang war wunderbar. Windstill war und ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass also so eine Wetteränderung auf uns zukommt. Zumal heute wollte ich mit meinem Freund Günther zur Schnapsbrennerei im Süden von Samui. Ja, wir haben eine Schnapsbrennerei, die machen also aus Kokosnuss einen Schnaps, aber da werde ich später noch mal was zu sagen. So, jetzt gehen wir mal auf das aktuelle Wetter ein. Wir haben im Moment 27,7 Grad bei 77% Luftfeuchtigkeit, 7:30 und daher ist auch der Regen da. Also ich kann in 13 Kilometer den Marine Park erkennen, aber ob da heute noch was raus wird aus dem Wetter, ich glaube nicht, wenn, dann erst am späten Nachmittag. Kupangan kann man kaum erkennen, ist ja etwa 50 Kilometer hier von der Küste entfernt. Ja, und hier der Blick zum Marienpark hinten, da war ja gestern ein schöner Sonnenuntergang, aber heute sieht trübe aus. Ja, dann schauen wir uns mal für heute das Wetter an in der Vorhersage. Also hier soll angeblich keine Wolken sein, aber es regnet. Und dann starten wir es mal, wie es denn heute aussehen wird. Also um 10 Uhr haben wir dann richtig Regen. Und dann zieht es dann jeden Mittag ab, so wie es aussieht. Aber da kommt wieder eine große Regenfront. Und heute Abend regnet es wieder genauso wie letzte Nacht, hat es durchgeregnet. Und dann morgen früh sieht es besser aus. Und dann können wir wahrscheinlich auch die Tour zur angesprochenen Schnapsbrennerei unternehmen. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ja, wechselndes Wetter. Ja, gestern war es, wie gesagt, super schön, war traumhaft. Man konnte auch hier draußen wunderbar sitzen. Habe heute Morgen mit meinem Freund oben im Rayon gesprochen und da sagte, da regnet es auch im Inland. Die sind ja von dem Wirbelsturm da oben mehr bedroht gewesen. Der ist ja abgeschwächt. Wir haben also eigentlich hier nichts gemerkt davon. Das ist das jetzt das normale Wetter zu dieser Zeit. Regensaison, ja, aber ein Tag schönes Wetter und am anderen Tag ist Regen. Kennen wir ja mittlerweile. Und dafür haben wir es ja sehr schön grün hier. Und morgen, wenn es wirklich so wird, dann bin ich morgen mit meinem Freund zur Schnapsbrennerei. Und da will ich euch mitnehmen, denn da ist was Besonderes dabei. Wartet mal ab. Ja, gestern in dem Filmbeitrag mit Claudia und Markus habe ich ja erwähnt zu dem Visum, OA und O-Visum. Da hatte ich gesagt, bei dem O-Visum braucht man keine Krankenkasse. Aber da ist jetzt eine Neuerung raus, hat freundlicherweise gestern mir einer zukommen lassen, der das O-Visum beantragt hat. Und also, man muss ab jetzt sofort, oder ich weiß nicht, wann das gestartet wurde, eine Krankenversicherung nachweisen. Mindestdeckung von 40.000 Watt oder 1.300 Watt für ambulante Behandlung. Mindestabdeckung 400.000 Watt, also 13.000 Euro für stationäre Behandlung. Also da müsst ihr euch drum kümmern. Ich habe das schon mal vor über einem Jahr gehört. Ich glaube, in der Schweiz hatten sie in der Botschaft auch schon nachgefragt, aber jetzt anscheinend ist es wirklich durch, dass man, wenn man vom Ausland kommt, jetzt auch für das O-Visum eine Krankenversicherung haben muss. Also da solltet ihr drauf achten. Ja, die Information zum O-Visum mit der Krankenversicherung habe ich jetzt unter dem Film mit Markus und Claudia drunter gesetzt. Da könnt ihr das nochmal nachlesen, wie hoch die Versicherungssumme sein muss, damit ihr darauf vorbereitet seid. Einige wissen ja, dass ich Probleme mit dem Weisheitszahn habe.
Ich habe dann einen Termin bekommen, ja, für nächste Woche Sonntag. Und das wird mir zwischen 2.000 und 4.000 Watt kosten. Da kommt dann auch ein spezieller Arzt, der sich damit auskennt, weiße Zähne zu ziehen. Da rief gestern freundlicherweise mein Freund Bodo mich an und sagte: Hör, Florenz, wenn du wirklich so starke Schmerzen hast, dann kann ich dir nur raten, ihn nach Natron zu gehen. Das ist das Krankenhaus, das staatliche Krankenhaus. Da gibt es auch eine Zahnarztpraxis. Ich hatte nämlich den gleichen Fall gehabt und ich bin auch sehr schnell dran gekommen. Und das hat nur 1.000 Watt gekostet. Ich habe das nicht wahrgenommen. Erstens, ich habe keine Schmerzen mehr, weil ich das Antibiotika genommen habe. Und außerdem habe ich ein bisschen Schiss. Und ich lasse den Termin auf dem 4. Ich kenne die Praxis, wie es da zugeht. Bezahle ein bisschen mehr. Und ich hoffe, dass es ohne weiteres über die Bühne geht. Ein Zahnarzt, der auch einer meiner Zuschauer ist, der hat mir also schon gesagt, okay, oben ist es nicht so schlimm, unten ist irgendwie so ein Hauptnerv, der da verläuft und der Zahn ist dann mehr im Kieferknochen eingebettet. Da ist es also schlimmer. Florenz wird es noch überleben. Ja, einige haben auch gefragt nach dem Ralf, um auch Informationen zu bekommen. Da ist es so, der Ralf ist also jetzt wieder hier in Thailand angekommen, mit dem werde ich mich mal in den nächsten Tagen treffen und mal gucken, ob ich ihn irgendwie einbinden kann, sage ich mal, dass er nicht morgens hier schon um 6 oder 7 Uhr zu sitzen hat, um das Neueste im Touristenbereich hier zu benennen. Mal sehen, wie ich das hinbekomme. Ja, politisch hier in Thailand, was ich gestern gehört habe in den Nachrichten, der jetzige Präsident ist nochmal um 2 Jahre bestätigt worden und wird sich also die Linie wird sich wahrscheinlich, wenn also nicht ändern, großartig und die Regierung möchte ja nur noch Langzeittouristen hier haben, die auch dementsprechendes Geld hat. Qualitätstourismus, ich weiß nicht, wie weit sie damit kommen. Dann wurde gefragt, wie sieht es aus mit Pitti, wie geht es ihr? Ich hatte dieser Tage mal ganz kurz Kontakt mit ihr. Sie ist ja, wie gesagt, in Kalasin bei ihren Eltern, die Schwester, die heiratet da oben. Und ihr geht es gut und sie wird voraussichtlich Mitte Oktober wieder hier auf unserer Insel sein und dann müssen wir mal einen Termin abstimmen, dass wir zu Großmutter gehen. Ja, Großmutter, beim letzten Film war ja die Pim dabei, das hat ja alles wunderbar geklappt. Ich fand es auch super sympathisch, die Pim. Momentan bin ich im Gespräch mit einigen Damen, sage ich mal, die mir vielleicht dabei helfen können, mit Oma in Kontakt zu treten, über Thailändisch. Da muss ich mal gucken, wie das da läuft. Ich hoffe, dass also diese Woche, dass wir nochmal zu Oma gehen können. Und da werde ich also eine andere Person an meiner Seite haben, um das zu besprechen. Mir ist auch aufgefallen oder im Nachhinein, da ist noch nebenan ein Haus, da wohnt auch eine sehr arme Familie und ich habe hier einiges auch in dem Spendenkonto und da werde ich mal nachfragen, wie weit es da aussieht. Ich war mal vor etwa 5 Wochen da, da hat der Mann, wurde weiter Fuß abgesetzt worden, also kein Fuß mehr und das sah sehr armselig aus. Vielleicht kann ich da auch mit den Spendengeldern ein bisschen nachhelfen. Zumal ich bei der Großfamilie mich jetzt ein bisschen zurückgehalten habe. Das war die letzte Zeit so, da habe ich mich echt als ATM gefühlt. Die kamen alle 2-3 Tage, kamen die an für Geld. Da war die Miete, da war irgendwie für Kokosnüsse und sonstige Dinge. Da habe ich gesagt, Schluss aus, ich bin kein ATM, ihr müsst gucken. Und das war immer mein Ziel, ihr müsst Selbstversorger sein. Die habe ich jetzt erstmal ausgeblendet. Und daher ist auch etwas in dem Spendenkonto drin. Und wenn ich einer anderen Familie helfen kann, damit die es wirklich nötig haben,
Und ich sehe, man kann da was erreichen, dass die auch wieder selbstständig wird. Das ist ja immer mein Ziel. Ich möchte also nicht nur Geld ausgeben. Wir investieren da Geld rein, damit sie autark werden, dass sie auf eigenen Füßen stehen können. Ja, hier ein paar Worte zu meinen Filmen, die noch kommen. Heute haben wir ja Montag und meine Kanalmitglieder bekommen den Vorzug heute schon den neuesten Film zu sehen. Ihr bekommt heute den von der Akbar zu sehen, wie der Stand der Dinge dort ist. Und auch schönen Dank für die Hinweise zu dem Film mit Cem, wo er also betäubt worden ist. Ich habe daraufhin den Film ein bisschen abgeändert, sagen wir mal ein bisschen entschärft, gefühlsmäßig. Und der wird jetzt in den nächsten Tagen auch online gehen. Ja, und diejenigen, die nicht wissen, wie man Mitglied wird, dann geht man auf meine Startseite, da ist ein Button und da klickt man einfach drauf und dann wird eine Abfrage gestartet. Und ihr könnt jederzeit auch das kündigen, das Ganze. Es geht über PayPal automatisch. Und meine Mitglieder haben eben halt den Vorzug, wenn sie ganz neugierig sind, die aktuellen Filme jeden Montag schon zu sehen. Ja, und damit auch ein bisschen meinen Kanal zu fördern. Ja, eingangs habe ich ja über die Schnapsbrennerei gesprochen. Das Ganze ist eigentlich zustande gekommen, dass ich hier in einem Restaurant gewesen bin. Da hatte ich mir also eine Kokosnuss geordert und da ist ja die Kokosnussmilch drin. Und dann gibt es aber ein Spezialdrink dazu, Kokosnuss-Schnaps kommt da rein und dann schmeckt das Ganze wie ein Bounty. Super lecker, wenn man nicht aufpasst, ist man auch super schnell besoffen, weil man das gar nicht so registriert. Und dann habe ich erfahren, dass wir hier im Süden von Samui eine Schnapsbrennerei haben, die das denn auch machen. Ich war vor etwa anderthalb, zwei Jahren mit Pitimala unten, kann ich hier mal verlinken. Da waren die gerade dabei, das zu renovieren. Habe aber schon von anderen gehört, dass die auf hat. Und gestern habe ich mal angerufen, ja, die haben ab 11 Uhr haben die auf. Und dann wollte ich mir das mal mit dem Günther ansehen und dann auch mal einige Dinge probieren und da nehme ich euch mit. Ja, das soll es gewesen sein für heute, dem 3. Oktober. Wir sehen uns, wir haben ja heute Montag und wir sehen uns Mittwoch wieder und ich hoffe, dass der Hintergrund ein bisschen besser aussieht. Okay, tschüss.